Jack und Jill gehen auf den Berg, um Wasser dort zu holen. Jack fiel runter, tat sich weh und Jill fiel hinterher. Jack steht auf und sagt zu Jill, die liegt in seinen Armen. Los, steh auf, du bist gesund, lass uns das Wasser holen. Jack und Jill gehen auf den Berg, um Wasser dort zu holen und tragen es zur Mutter heim, so wie sie es befohlen. Jack steht auf und läuft nach Haus, so weit ihn die Beine tragen, zu Oma Dopp, die heilt seinen Kopf mit Essig und Bandagen. Jill kam rein und lachte laut über Jacks Bandagen. Die Mutter legt sie übers Knie, man lacht nicht über Blamagen.